Herzlich willkommen zum Modul 2, dem zweiten Vortrag zum Thema Entdecken. Dieser Beitrag greift die Ideen des vorangegangenen Vortrags des Moduls auf und entwickelt sie beispielhaft mit der Herangehensweise des forschenden Lernens weiter. Darüber hinaus werden Citizen Science Projekte als dafür geeignete Lerngelegenheiten vorgestellt und konkrete Projekte zur Veranschaulichung gezeigt. Bevor wir das forschende Lernen näher erläutern, möchte ich kurz auf die Ziele eingehen, die ich mir als Pädagogin in diesem Bereich stecken kann. Einerseits geht es darum, manuelle Fertigkeiten kennenzulernen und zu üben. Da geht es zum Beispiel um Mikroskopieren, um Experimentieren, um auf verschiedensten Wegen Daten zu sammeln. In der Biologie kann das auch nur eine Beobachtung sein, die die Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten grundsätzlich ist. Auf der nächsten Ebene wird wissenschaftliches Denken vermittelt. Da geht es darum, die auf der vorigen Ebene vorgestellten Werkzeuge und manuellen Fähigkeiten sinnvoll anzuwenden. Dafür braucht es schon Übersichtswissen. Hier geht es um das wissenschaftliche Denken dann. Auf der dritten Ebene geht es darum, Wissenschaftsverständnis zu entwickeln. Also das Wissen über die Wissenschaft selbst und wie Wissenschaft funktioniert und welchen Regeln sie sich unterwirft. Was kann Wissenschaft und was auch nicht? Das auch beurteilen zu lernen, wird auf dieser Ebene zum Thema und zum Inhalt gemacht. Forschendes Lernen ist Lernen, das angelehnt wird an den Erkenntnisprozess von Wissenschaft, an den sogenannten Forschungszyklus. Das ist eine vereinfachte und populäre Darstellung von dem Erkenntnisgewinnungsprozess von Wissenschaft, die uns helfen soll, uns zu orientieren und auch Wissenschaft nachvollziehbar zu machen. Es ist aber auch stark vereinfacht. Das nehmen wir mal so in Kauf. Wenn wir einen kompletten Zyklus der Erkenntnisgewinnung betrachten, beginnt dieser mit einer Fragestellung. Was soll überhaupt herausgefunden werden? Aus der Fragestellung können Hypothesen gebildet werden. Das kann passieren, muss nicht passieren. Nicht jede Forschung braucht auch Hypothesen. Im Folgeschritt plane ich dann eine Untersuchung, überlege mir, was ich wie erheben möchte, welche Daten ich möchte, welche Erhebungsmethoden ich deshalb auch anwenden muss. Das ergibt sich zum Teil aus den Fragestellungen heraus, was da angemessen ist. Danach gehe ich in den Prozess des Datensammelns und Datenverarbeitens. Dazu gehört zum Beispiel auch die Darstellung der gewonnenen Daten. Wenn das abgeschlossen wurde, werden die gewonnenen Daten in Rückbezug auf die Forschungsfrage ausgewertet und vor theoretischen Annahmen interpretiert. Diese Annahmen kommen aus dem Vorwissen und auch dem Studium von Literatur, was jetzt hier nicht wirklich sichtbar gemacht wird in dem Zyklus, aber ganz wichtig ist. Am Ende des Prozesses steht in der Regel die Kommunikation nach außen und darüber hinaus die Reflexion des durchlaufenden Zyklus. Sehr oft mündet das in einer neuen Fragestellung. Man ist nachher gescheiter, aber in der Regel tauchen neue und oft viel mehr Fragen auf, als ursprünglich mal gestellt wurden. Insofern kann dieser Kreis immer weiter gedacht und durchlaufen werden. Bevor wir nun weitergehen, ist Zeit für kurze Überlegungen. Welche Aktivitäten aus Ihrem Feld können nun mit Hilfe forschenden Lernens geplant werden? Es muss nicht sein, dass immer alle Phasen und Bestandteile des Zyklus durchgemacht werden müssen, da auch nur eine Phase des forschenden Lernens berücksichtigt werden kann. Beim forschenden Lernen wird vor allem an Experimente gedacht. In den Naturwissenschaften erforschen wir zumeist über Experimente die Beschaffenheit der Welt. In der Biologie allerdings sind sehr oft Beobachtungen aufschlussreicher. Die Beobachtung an sich ist auch die Grundlage für alle anderen Erkenntnisprozesse, also auch das Experiment. Nun kommen wir zu dem zweiten Schwerpunkt dieses Vortrags, dem Arbeiten mit Citizen Science in der Bildung. Citizen Science ist Wissenschaft von und mit Laien. Das bedeutet, dass in wissenschaftlichen Projekten im Erkenntnisgewinnungsprozess an manchen Stellen Laien mitarbeiten. Am häufigsten passiert diese Mitarbeit beim Datensammeln. Das kann man auch viele weitere Abschnitte wie das Fragenstellen oder die Datenauswertung und Interpretation beinhalten. In Österreich haben wir mittlerweile über 10 Jahre Erfahrung in Projekten gesammelt, wo Schülerinnen und Schüler in Citizen Science Projekten mitgearbeitet haben.
Letztes Jahr wurde vom ÖAD eine Broschüre herausgegeben, wo WissenschaftlerInnen mit LehrerInnen gemeinsam ihre Erfahrungen verarbeitet und viele Tipps und Tricks für Forschen mit SchülerInnen im Rahmen von Citizen Science Projekten zusammengetragen haben. Diese Broschüre finden Sie unter einem Link in diesem Modul. Nun wieder zwei Fragen an Sie. Was hat nun forschendes Lernen mit Citizen Science zu tun? Kennen Sie Citizen Science Projekte oder haben Sie schon mal an einem Projekt teilgenommen? Eine wirklich tolle Citizen Science Plattform im biologischen Bereich ist iNaturalist. Zur Erklärung der grundlegenden Funktionen dieser Plattform gibt es einen Screencast in diesem Modul, wo die wichtigsten Features gezeigt und erklärt werden. Die Grundfunktion ist kurz erklärt. Der User oder die Userin kann weltweit mit einem Smartphone oder einem PC jegliches Lebewesen fotografieren, hochladen und damit melden. Diese Meldung wird mit Koordinaten, Datum und Fotonachweis gespeichert. Sie können am Screenshot sehen, dass derzeit über 122 Millionen Beobachtungen gemacht wurden und bereits über 400.000 Arten erfasst wurden. Bisher wurde iNaturalist von annähernd 2,5 Millionen Menschen weltweit genutzt. Die große Stärke dieser Plattform ist aber die Kombination von künstlicher Intelligenz und Artbestimmung über Bilderkennung bei gleichzeitiger Überprüfung durch biologieinteressierte Menschen. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Foto hochlade, kann mir iNaturalist Vorschläge machen, um welche biologische Art oder Gattung oder Familie es sich handelt. Ich selbst entscheide mit welcher Sicherheit ich diesem Vorschlag zustimme. Und danach liegt es an der Community, diese Identifikation zu korrigieren, zu verbessern oder auch einfach zu bestätigen. So einfach war eine Bestimmung von Arten noch nie in der gesamten Wissenschaftsgeschichte. Ein kurzer Blick auf eine Beobachtung. Sie sehen die Fotos links oben, rechts daneben die Karte, wobei diese Beobachtung gemacht wurde und unterhalb des Fotos die Erstbestimmung sowie weitere Bestätigungen anderer User. iNaturalist ist kein eigenes Citizen Science Programm, sondern eine Plattform. Projekte kann jeder User, jede Userin selber anlegen. Eines dieser Projekte ist die Erforschung des Hochschulgartens an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Unter diesem Link kommen Sie zu diesem Projekt und können die bisher erfassten Arten einsehen. Wir halten derzeit bei 623 Beobachtungen und haben damit schon knapp 350 Arten erfasst. In dem Luftbild sehen Sie die Verteilung der Beobachtungen rund um die Hochschule, darunter in der Fotoleiste die letzten Beobachtungen. Um dieses Projekt mit Leben zu erfüllen, gibt es immer wieder sogenannte Bioblitzes. Das sind zeitlich begrenzte Suchaktivitäten, wo mit vielen Menschen gleichzeitig in einem begrenzten geografischen Raum möglichst viele Beobachtungen gemacht werden. Diese Eindrücke stammen von dem Bioblitz mit den heurigen StudienanfängerInnen, wo wir in kleinen Gruppen zu verschiedenen Organismengruppen gezielt gesucht, fotografiert und hochgeladen haben. Hier sehen Sie, wie viel Bestimmungsliteratur man sich durch die Nutzung der Plattform iNaturalist sparen kann. Ganze Bibliotheken an Büchern stecken da in der Bilderkennung drinnen. Ich muss nicht mehr 35 Kilo Bestimmungsbücher draußen herumtragen. Natürlich erübrigen sich diese Bücher nicht ganz, weil künstliche Intelligenz nicht fehlbar ist. Aber man bekommt wirklich sehr gute Vorschläge, wenn das Foto gut gemacht ist und schon entsprechende Referenzbilder in ausreichender Zahl im System sind. Aber das bedeutet natürlich, dass man viele zeitliche Ressourcen einspart und schnell zu einer Bestimmung gelangt, aber nicht zwingendermaßen über einen Fund mehr als einen Namen hat. Und da kommt jetzt der Pädagoge oder die Pädagogin wieder ins Spiel, weil man sich mit diesem Werkzeug helfen lassen kann, aber gleichzeitig viele Aspekte selber einbringen muss, damit sinnvoll gelernt werden kann. Da kommt dann das forschende Lernen wieder ins Spiel. Oft werden beim forschenden Lernen Aktivitäten durchgeführt, die etwas mit Datensammeln zu tun haben. Es wird jedoch meist nicht im Sinne des vorher erwähnten Erkenntnisprozesses weitergedacht. Daten werden nur in einer Datenbank eingespeist, ohne eine Analyse oder Ergebnisinterpretation. Diesen Schritt innerhalb des forschenden Lernens werden wir im Modul 4 thematisieren. Ein Beispiel dazu wäre, aus den Daten des Projekts im Hochschulgarten herauszufinden, wie viele Pflanzen- oder Insektenarten bisher gefunden wurden.
Ich kann allerdings auch den vollen Forschungszyklus als Vorbild nehmen, um ein gesamtes Projekt zu designen. Ich beginne mit einer Fragestellung, plane eine Untersuchung, sammle gezielt Daten, werte dann aus, kommuniziere, reflektiere, lerne dabei und möglicherweise ergibt sich wieder eine neue Fragestellung. Nun möchte ich Sie einladen, selbst Erfahrungen mit iNaturalist zu machen. In diesem Modul finden Sie ein Erklärvideo für den ersten Einstieg am Computer. Legen Sie sich zunächst einen Benutzeraccount an und machen Sie sich einen Überblick. Weiterführend finden Sie in diesem Modul einen Screencast, der am Handy aufgenommen wurde und die mobile Ansicht und deren Funktionen erläutert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Entdecken und freue mich auf einen regen Austausch im Forum. Übrigens, die illustrativen Abbildungen wurden mit Hilfe von verschiedenen Begriffen von künstlicher Intelligenz generiert.